Jetzt hat Benny auch einen Raketenwerfer. Genau. Das hat er. Folge 45 und Benny hat einen Raketenwerfer. Und einen riesigen Raketenwerfer. Einen riesigen Raketenwerfer. Und wir müssen ins 13. Untergeschoss. Ich erinnere mich. Ein wenig. Ich mich nicht, aber du wirst. Das schon war dieses, dieses Gruselding, wo jemand irgendwo verloren gegangen ist und wir den suchen sollen. Na super. Ach ja. Stimmt, ja. Billig. Klassischer Robert. Letzte Meldung. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Hä? Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Man kann nie zu schwer. Hatten wir diesen Dialog schon mal? Also erstens ja und zweitens ist die ja schon längst mutiert. Hashtag das war also relativ weird. Hashtag Chlorophyll. Oder wie bei City Skylines, Hashtag es ist im Wasser. Was? Ich habe bei City Skylines meine Mülldeponie auf meine Wasserversorgung gebaut oder relativ in die Nähe. War im Endeffekt nicht so klug, weil ich hatte total vergiftetes Wasser. Und bei City Skylines gibt es so einen internen, ja, wie so ein internes Twitter, wo man nachverfolgen kann, was die Bevölkerung gerade so über einen schreibt. Da meinte einer irgendwie, das Wasser ist ja ungenießbar, ich kann nicht mal duschen. Hashtag, es ist im Wasser. Oh, ein nettes Feature im Spiel. Das ist schon ziemlich cool. Es ist manchmal zugegebenermaßen ein bisschen nervig, weil auch totaler Müll gepostet wird. Wie beispielsweise, wir verlängern unseren Urlaub um eine Woche. An alle Nachbarn, bitte gießt mal unsere Blumen, der Schlüssel ist unterm Vorleger. Na super. Was sicherlich witzig ist, aber ziemlich oft kommt. Also die Bevölkerung verlängert eigentlich regelmäßig ihren Urlaub. Was die Frage aufwerfen könnte, warum die bei mir nicht arbeiten. Die arbeiten zu wenig, ja. Ja, ja. Let's see what happens. Brandbot, ja, das ist okay. Den hatten wir länger nicht, glaube ich. Ja, der war schon, ja, wobei, das Dancing-Ding kommt immer mal. Geld! Seit wir Borderlands 2 auf dem ultimativen Kammerjäger-Modus spielen, ist Geld sammeln für mich so richtig zur Gewohnheit geworden. Weil wir einfach nur so oft drauf gehen, dass wir erstmal instant 4 Millionen verloren haben. Ist kein Scherz. Also was heißt instant? Im Laufe der ersten 2-3 Spielstunden. Mensch, Rot hat mal eine Waffenkiste gefunden. Ja, da war nichts Gutes drin, also zwei weiße Waffen. Ich hab das Gefühl, wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Ja, wär was Gutes drin gewesen, hätte ich schon gesagt. Hab sie tief gekillt. Aber da waren wirklich nur zwei weiße Waffen drin. Das sagt Robert. Kannst du dir auch hinwerfen, du kannst sie dir angucken, wenn du magst. Das garantiert nicht, dass das die Waffen in der Kiste waren. Aber ich verbreite nur Zweifel, ich glaube dir natürlich. Natürlich. Ich sehe nur gern Ungemach. Das weiß ich. Eines deiner Hobbys. Huch. Also streust du bewusst falsche Informationen. Ja, ich bin quasi die Bild des Let's Plays. Matze sagt eigentlich selten die Wahrheit. Außerdem, na, wobei, ich habe ja keine falschen Informationen gestreut. Ich habe bloß Zweifel geschürt. Noch schlimmer. Das ist was ganz anderes. Nö, das habe ich damit nicht gesagt. Um Gottes Willen. Das ist noch viel asozialer und subtiler. Hier, Roboter, mach eine Tür auf, bitte. Das bin wohl ich, was? Mach auf! Die ja? Spracherkennung oder was? Ja, aber irgendwie mehr Öffnungsmechanismus, mehr Öffnungsmechanismen habe ich in meiner Datenbank nicht. Och, öff! Da drüben ist das Sprungpad. Aber kommen wir da hin? Schaffen wir das mit dem Jump? Nee, ja. Hier ist ein Sprungpad. Ach ja! Schaffst du nicht. Hui! Hat sie ja auch ganz am Anfang gesagt, wir haben bloß nie zugehört. Ich habe schon zugehört. Das was? Kann ich mir hab auch zugehört, aber bewusst vergessen.
Okay. Ich habe nicht hingehört und selbst wenn, hätte ich es vergessen. Nein! Daneben gesprungen! Wie kann man da daneben springen? Ich bin zu weit geschwebt. Oh Mann! Da kommt der Profi durch, ja. War klar, ja, du kommst doch gleich zu uns gespawnt. Ja, aber das Geld ist halt weg. Naja, für Dummheit muss man halt schon mal Aufwand zu bezahlen, ne? Das erscheint mir nur fair. War das die Station, wo wir Felicity böse gemacht haben? Ich glaube schon, oder? Nee, das war irgendwas anderes. Sicher? Ah, dann haben wir hier diesen Forscher-Typen gefunden. Nee, das war glaube ich auch woanders. Bist du dir sicher? Nein, aber ich glaube. Okay, also war's so. Glaube. Ja, ja, aber komisch, wenn man dann... Ja, aber sieht schon so aus, ha? Die Station, wo wir die Felicity hier umgewandelt haben. Ich meine, ich kann mich natürlich irren, aber Statistiken belegen das Gegenteil. Ey, Statistiken, hast du welche geführt? Ja, natürlich. Soll ich sie dir zeigen? Ja, bitte. Kein Problem, du kommst ja Freitag eh vorbei. Bis dahin tust du irgendwelche Tabellen zusammenklickern, ja. Mit random Zahlen. Einfach ein rekursives SQL-Skript, was mir eine Datenbank vollhaut. Hier ist dein Medikit. Sind wir vorbeigelaufen? Nee, kann eigentlich nicht sein. Nee. Oder? Nee. Ist nur ein bisschen weit. Wenn du Rekursion verstehen willst, schau in die letzte Zeile des Dokuments. Wenn du Rekursion verstehen willst, schau in die erste Zeile des Dokuments. Den kann man ja nicht mal beim Sterben zusehen. Denk da mal drüber nach. Oder bevor ihr sterbt. Bin ich jetzt hier reingesprungen. Ach, das ist Rohr, deswegen nimmt er keinen Schaden. Meine Friendly Fire Algorithmen sind auch noch nicht sehr ausgereift. Deine ganzen Algorithmen sind noch verbesserungswürdig. Das macht mich aber so liebenswürdig und so menschlich. Von den Programmierfehlern mal ganz abzusehen. Programmieren ist die Kunst, ein leeres Blatt Papier mit Bugs zu füllen. Ja. Manche machen das aber nur mit Bugs. Das sind die vollendeten Künstler. Oder so. Microsoft-Entwickler. Gut, was müssen wir denn hier eigentlich machen? Ja, wir müssen den Weg ins 13. Untergeschoss finden. Wir stellen uns da gerade total intelligent an. Ich meine, dass es letztes Mal hier durch die Tür ging. Ja, und hier hoch müssen wir irgendwie. Hoch, sagt er. Ja, das könnte durchaus richtig sein. Stimmt, ja, sieht gut aus. Und Claudia hat einen Schäferhund, steht auf meinem Handy. Schön, das ist super für Claudia. Freut uns alle. Ja, ich fand's ab und zu. Ja. Übelster Damm hoch. Im also Handy steht, warum steht auf Roberts Handy eigentlich so viel Scheiße? Ich lass ihn mal. Zur Not gibst du dir selber einen Daumen hoch der Folge, ne? Eben. Ja. Du müsstest dich bloß dran erinnern, dass das jetzt. Was? Okay, scheinbar will niemand die Klassenmods. Was? Klassenmods? Ja, du musst ein bisschen. Du musst dich bemerkbar machen, Benni. Du bist zu leise manchmal. Ja, Moment. Das ist der Underdog. Hat gar nicht gesagt. Na doch, ich habe irgendein Gebrabbel im Hintergrund vernommen. Also, die haben das bisher nicht gefixt seit Borderlands 2, dass das Inventar buggt. Sehen wir uns mal die Stats. Du musst ein bisschen genauer werden. Wo buggt das denn? Wenn man manchmal runter oder hoch scrollen will, dann geht es manchmal nicht. Das ist kein Bug, das ist, wenn du mit der Maus drüber gehovert hast, über deinem Inventar. Und das Spiel hat ja eine Maussteuerung implementiert, was für PC-Spiele okay. Immer ganz sinnvoll ist. Und wenn die Maus dann halt gerade über dem Inventar liegt, kann es passieren, dass der halt die Maus als... Äh,
Zeiger verwendet. Ja. Und nicht die Tastatur. Die ist quasi höher priorisiert als die Tastatur. Stichwort Glasmod. Heute glänzen wir mit ganz schön viel technischen Fachwissen. Meinst du? Ja. Wo ist er hin? Verstehe ich nur der Held, was der redet. Aber ich finde die Musik immer von deinem Mini-Claptrap cool. Ja, die heitert die Stimmung im Allgemeinen eigentlich auch. Die lockert das Ganze so ein bisschen. Ist halt eher eine Disco-Kugel, aber hat ja auch ihre Daseinsberechtigung, ne? Wir haben doch Plätzchen hier gefunden. Weil so, hier Stichwort, hier ist eine Klassenmod für... Fragtrap... Oh, das bin ich. Für Doppelgänger, gut, das heißt niemand, und Enforcer, das ist immerhin Robert. Das bin ich. Wo bist du? Ich bin hier oben in dem Haus. So, bringst du die mal mit, bitte? Explosionsschaden, ja, warte mal. Na, die ist scheiße, die ich hab. Ja, ich bring sie mit. Aber nur, weil du es bist. Doch, hier haben wir definitiv, hier haben wir den Forscher gefunden. Ja. Witzigerweise steht er jetzt auch wieder hier. Das, was ich vor 2 Sekunden gesagt habe. Ja. So, wir sind aber immer noch keinen Schritt weiter. Warum? Irgendwie. Ist alles mir das nicht passiert weit? Alles im Kopf, Robert. Wir sind schon sehr viel weiter. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Umweg laufen. Nee, es ging nicht anders. Na gut. Beliefe uns, Robert. Hallo, noch nicht so. Ich mache, dass du atmest weiter, ja? I believe I can fly. Schön für dich, wir machen eine Weile weiter. Erzähl mal, Robert, wie ist das so, wenn man fliegen kann? Ja, dann träume ich, dass ich den Guy touchen kann. Hä? Der touch the sky. Achso. Eieieiei. Hatten wir eigentlich... Warte mal, wir hatten doch in der letzten Folge, genau, Borderlands 2, irgendwann hatten wir mal beschlossen, dass wenn alle in der Gruppe dafür sind, dass wir da Strafpunkte sammeln. Damit raus. Ja, stimmt. Ich meine sogar ironischerweise, dass das an exakt dieser Stelle geschehen ist. Du bleib doch mal still, du blödes Insektenvieh. Ja, ich bin dafür, dass Robert für diesen mindestens einen Strafpunkt kassiert. Was mache ich damit mit den Strafen? Das haben wir soweit noch nicht entschieden, aber wir bringen ja auch schon 2 Folgen ins Klatschstall raus, ohne dass wir genau wissen, was wir damit anfangen. So. Jetzt brauche ich Stift. Ist Benny auch dafür? Ja. Jetzt brauche ich einen Stift und einen Zettel. Ihr macht das mal ganz kurz. Ich muss mal hier ist ein Zettel organisieren. Und dann mache ich mir mal meine Offline-Datenbank. So, Robert, Benny und Kevin, weil ich mache ja nur gute Witze. Robert kriegt einen. So. Und wenn er 5 hat, muss er irgendwie ein Bier ausgeben oder was. Da hat der Kevin immer verloren. Ja, wir lassen uns was Faires einfallen, was für alle Seiten, Gott, ich höre mich an wie Steinmeier. Wir lassen uns was einfallen. So, und dann weiter im Text hier. Ja, schade, ne, dass ich das gemerkt habe. Ja, ja. Nee, ehrlich gesagt, in dem Moment gerade richtig gut. Das kann ich auch! Was? Naja, eigentlich nicht! Au! Komm, ohne meine lahmen Witze gibt's nichts zu lachen. Ach, das kann ich auch. Keine Angst. Ja, ich hab das Gefühl, Benny wird die Liste relativ schnell anführen. Ach, das denke ich nicht. Das zählt jetzt übrigens nicht als schlechter Witz. Nee, was ja kein Witz ist, dass du die anführen wirst. Das ist die pure Wahrheit. Jupp. Wo wird mich dieses ominöse Pad wohl hinführen? Ah, da wo Benny ist, naja. Das war nicht so spektakulär. Oh, ich spring auch noch drüber. Gemacht. Aber ich krieg 10 Badass-Punkte und eine Skin-Anpassung dafür. Totally worth it. Ah, hier ist eine Waffenkiste. Und Token! Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Genauigkeit kann nicht schaden. Wo ist denn da unten? Knopf? Den drück ich mal. Ich hab ne Tür aufgemacht. Ich hab ne Waffe aufgemacht. Bist du? Ich weiß nicht, ich hab ne Tür aufgemacht. Pistols. Super. Du
bist kaputt? Mein Held. Ich habe eine Tür aufgemacht. Ich wäre irgendwie gerade durch die Gegend getreten. Frag dich mal warum. Muss ich mehr wehren, Robert. Ich hab gar nicht so viele lahme Witze gebracht. Beschwerst du dich jetzt immer noch über den Strich, den du bekommen hast? Ja, ein bisschen. Der ist komplett gerechtfertigt. Sagt Rischer. Ja. Müssen wir eigentlich hier schon irgendwo nach unten, oder? Weil hier ist eine Questmarkierung. Ja, aber hier ist ein Gegner. Also vermutlich müssen wir da nach unten. Aber ich würde trotzdem erstmal die Gegner. Mach mal die Gegner. Matze? Ja? So. Anwesend? Ich dachte, du magst die Waffen immer. Findest du nicht so toll. Was hast du denn gekriegt von der Waffe? Ein Kombi. Es sei denn, jemand anders will die, aber ich... Ich habe hier eine Klassenmod für einen Lawbringer. Das ist Bernie. Dann habe ich hier noch eine Klassenmod für einen Enforcer. Na dann. Tauschen wir mal. Nehmt euch ein Zimmer und wir machen derweil weiter, ne, Kevin? Ich bin sowieso schon am Suchen. Ach so. Naja. Herausragend, Kevin, herausragend. Ich habe bloß nichts gefunden. Also das ist nicht so herausragend. Immer so ein bisschen mein Problem ist. Mit Suchen habe ich es nie so. Ich hab's gefunden. Ja, ich auch. Ich auch. Toll, Robert. Dann können wir ja alle reisen. Und uns freuen. Juhu. Sublevel 13. Tja, hier oben gibt's Strom. Das ist doch schon mal was. Oben? Ja, wir sind im Untergeschoss. Hier oben gibt's Strom. Ein Knopf. Abwärts. Achtung, das 13. Obergeschoss ist als Obsidian-Alpha-Quarantänezone ausgewiesen. Nur keine Sorge, wenn es dort stockfinster ist. Ich schätze... Warum fallen meine Geschwister immer in ein Loch, wenn ich einen Knopf drücke? Schon kurios. Und Benny. Ich bin heiß. Nee! Da hat er so den Knopf gedrückt. Ich bin sicher, es gibt einen völlig wissenschaftlichen Grund dafür. Such weiter! Du weißt schon, dass wir runterspringen müssen, oder? Nee, wir können auch fahren. Ach, warte. Zeichen. Was? Zeichen! Jo, das ist ein Borderlands-Zeichen. Jo! Uiuiuiui! Nee, diesmal ging's. Das ist bestimmt der Geist der Mutter des Dracosso. Oh Mann, was für eine traurige Geschichte. War das nicht ein Knocker? Ja, Dracosso war das kleine Kind. Ja, eben. Also der Geist war ein Knocker. Ich freue mich über deine Attacke, du Narr. Oder falsche Taste. Torkönigin, stirb! Ich probiere mal meine neue Waffe. Alles explodiert. Entschuldigung. Ich gebe zu, das ist gerade eine ungünstige Zeit. Naja, egal. Bück dich ins Knie. Haben die den zensiert? Wahrscheinlich. Habe ich mich gerade selber getötet? Das wäre ja witzig. Ich glaube, ich habe mich getötet, indem ich mit meinen Explosionsdingern automatisch gegen die Wand vor mir geschossen habe und die Explosion hat mich getötet. Das klingt irgendwie... Nach Matze. Ja, sehr nach Matze. Hilf mir! Verflucht, was war das? Tja. Dragosus Modell. Schieß auf den Kupplungskasten an der Wand! Nur so geht's! Ach, da ist er ja ein Geist, guck! Gespenstische Erscheinung! Zeitverkehrungen! Bin in der Lüftung! No, das war einfach. Du hast falsch geschossen. Wie, ich hab falsch geschossen? Du hast den Geist angeschossen. Und das war falsch? Wollt ihr den nicht anschießen? Ja! Geist so. Ist der Freund, das weiß doch nur jeder. Ja, ich weiß nicht. Wir sollten den Elektrokasten hier zerschießen. Hier ist wieder eine gespenstische Erscheinung. Die können wir aber in Ruhe lassen, oder was auch wenn sie mich wehtut, oder? Wenn sie mich wehtut. Also die gespenstische Erscheinung dürfen wir nicht klatschen.
mach mal Eckenschaden drauf, glaube ich. Message angekommen. Na, irgendwie ist er vor uns kaputt gegangen. Ja, weil ich den Generator hier zerschossen habe. Ach so. Das war nicht so gut. You know? I know, I know. So, jetzt mal ohne Witz, müssen wir jetzt hier hin. Ach hier. Platz, der Insekt. Verdammte Axt, blöde Schwerkraft. Hier ist die schon weniger. Oh, Waffenkisten. Ui. Sniper, naja. Combat Rifle, naja. Eine Shotgun am najasten. Wird die Sniper mal kurz angucken. Na klar, immer schöne gucken. Hast du die Waffe aufgegabelt, die du mir gegeben hast, Benny? Vermutlich irgendwann mal in einer Kiste gefunden. Steck mir was rein. Also in so einer. Welches? So, aber irgendwie sind wir hier nicht hundertprozentig richtig, erscheint mir. Doch, wir sollten die Luftschächte ja durchsuchen. Lords. Das ist Harry. Arme Socke. Und das sieht nicht aus wie mein Raumkrümmungsinverter. Verdammt! Der hat keine Beine mehr. Go! Erstmal ist dieser Laden echt verspukt. Meine normale Knarre konnte denen nichts anhaben. Ich bin kaum heil rausgekommen. Ich habe die Frequenz von Egan modifiziert. Er sollte also was ausrichten können. Aber das Problem ist, da rennen auch massenweise Torks rum. Hoffentlich kann ich die hier drin aussitzen. Wenn ich den Inverter finde, zahlst du mir das Doppelte. Der gute alte Harry. Immer zu Scherzen aufgelegt. Nun, du hast zwar nicht meinen Inverter gefunden, aber zumindest meinen Kumpel. Ach, das war jetzt alles? Man sieht sich, du verfluchtes Arschloch. Ich wusste es, ich wusste es. Die Geschichten sind wahr, verflixt. Hör zu, lass uns rausfinden, was hier passiert ist. Ich liebe Detektivgeschichten. Ja, vor allem, wenn du nichts machen musst. Der arme Harry, möge er in Frieden ruhen. Konnte meinen Inverter nicht finden, bevor er ins Reich der Toten gesäppt wurde. Wo du jetzt aber schon mal da bist, kannst du ja gleich den Job zu Ende bringen. Ihm zu Ehren, oder? Ich lade den wahrscheinlichsten Fundort auf dein Echo. Nimm dieses Egan-Ding mit und halt es bereit. Und ab mit dir. Ich hab Harry geschickt, weil er sich mit Wissenschaftskram auskennt. Der konnte einen Inverter auf eine Meile Entfernung orten, das schlaue Aas. Wenn er also sagt, seine Waffe kann Geister ausschalten, glaube ich ihm. Probieren wir's mal. Eigentlich warum, sind wir ja durch. Warum hatten der chemische Elemente aus dem PSE um sich rumschweben? Hm. Wir sind durch, sagt Kevin. Naja, wenn Kevin sagt, wir sind durch, werden wir die Frage wahrscheinlich nie beantworten. Dann müssen wir die Folge nämlich jetzt beenden an dieser Stelle und wir sagen tschüss bis Folge 46. Man sieht sich hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.